Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, wir sind gerade dabei, uns fertig zu machen. Fahrräder sind schon draußen. Wir sind hier in Bottrop heute unterwegs und hier ist eine ehemalige Halde von der Zeche, die sich direkt nebenan befindet. Hier waren wir schon mal gewesen vor einem Jahr. Ja, genau. Ja. Und heute ist das Wetter ein bisschen unbeständig. Ja, also wir hatten uns gedacht, wir nutzen die letzten paar Stunden, bevor es anfängt zu regnen, aber jetzt zieht sich leider ein bisschen zusammen. Ja. Deshalb wollen wir nicht lange quatschen. Wir machen uns jetzt fertig und dann geht's ab. Bis gleich. Die Halde Haniel zählt mit 159 Metern zu einer der höchsten Halden im Ruhrgebiet. Aufgetürmt ist die Halde in Form von zwei Spiralen durch den Abraum der Steinkohlezeche Prosper Haniel, die sich in unmittelbarer Nähe befindet. Leute, der schlimmste in Anführungsstrichen Teil ist geschafft. Wir sind oben angekommen. Jetzt ein kleines Päuschen, ne? Mal kurz was trinken, ne? Ja. Oh, ist auf jeden Fall schon gut warm, ne? Schwül ist es, ja? Ja. Schwül. Aber bis jetzt geht's noch. Also gerade sah es auf jeden Fall extrem nach Regen aus, obwohl es erst ab 14 Uhr regnet. Sollte jetzt irgendwie, glaube ich, halb zwölf oder so um den Dreh. Ja, mal gucken, ne? Also bis jetzt geht's noch. Hoffen wir mal, dass wir es noch ein bisschen trocken haben, oder? Ist auf jeden Fall sehr voll hier. Also sehr viele Leute zu Fuß unterwegs, auch mit dem Mountainbike unterwegs. Also so also wie der immer. Typische Sonntag halt, ne? Wie immer eigentlich. Eigentlich ist man immer voll hier, glaube ich. Ne? Alle gehen spazieren, alle fahren Fahrrad. Ja. Ja, passt ja auch mit dem Wetter, ne? Ja, genau. Leute, es ist so unfassbar schwül und warm gerade. Es kam gerade noch mal die Sonne raus, obwohl wir ja eigentlich dachten, es fängt jetzt gleich an zu regnen. Aber da oben, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist der Himmel wieder ziemlich dunkel. Wir hoffen irgendwie auf so eine kleine Abkühlung gerade, oder? Ja, wenn ich schlecht. Am Anfang haben wir ja noch gesagt, ja, wäre schon blöd, wenn es regnet. Aber jetzt gerade, es ist einfach unfassbar warm und schwül. Und man kommt echt ins Schwitzen hier, ne? Ich habe den Helm schon ein bisschen hoch gemacht, ey, ein bisschen hier. Deswegen habe ich extra den Helm mit. Aber du konntest nicht wegen der GoPro. Vergessen. Also sie wollte die GoPro oben am Helm befestigen. Ja. Hat sie auch gemacht. Ich habe vergessen, bei dem Helm mir diesen Aufkleber drauf zu machen, dass ich da auch die GoPro drauf machen kann. Deswegen habe ich jetzt den Helm genommen, weil da ist das halt drauf, dieser Mount. Ne? Ja. Ui. Ja, ist gerade gewittert, ich weiß es nicht. Ja. Wir gönnen uns jetzt auf jeden Fall noch eine Abfahrt und da müssen wir mal gucken, was der Akku so sagt, ne? Ja, noch ein einziger Balken. Also ich glaube, das war es dann auch wahrscheinlich gewesen. Ja, wir gucken mal, ne? Wir sehen uns auf jeden Fall gleich auf der Strecke. Also bleibt dran. So, wir sind jetzt auf die Idee gekommen, dass wir jetzt doch nochmal komplett nach oben fahren. Die ganze Abfahrt einmal komplett fahren. Ja, das ist halt blöd, weil ich nur noch einen einzigen Balken habe. Schauen wir mal.
das Ganze noch so klappt oder ob ich gleich ohne Akku fahren kann, was extrem schwierig ist bei dem E-Bike hier. Ich habe es mal runtergestellt auf Tour. Bisschen weniger Unterstützung, muss ich halt ein bisschen fester in die Pedalen treten. Aber von oben hat man echt einen richtig schönen Ausblick und den wollen wir doch heute noch mitnehmen. Hier sieht man auch nochmal, wie geil das aussieht. Und hier ist auch noch so eine Bergarena. Ich glaube, hier finden noch irgendwelche Veranstaltungen statt. Habe ich jetzt zwar nur selbst noch nicht mitbekommen, aber ui. Hui, da hinten donnert es. Hier sieht man auch nochmal ganz gut die Bergarena, wo ich da hinsetzen kann. Slowly, this feeling.